Moin Moin und willkommen auf meinem Kanal. Mein Name ist PartyXLP. Heute mal wieder eine Folge Let's Make Me. Fluffy hatte mich schon mehrfach gefragt, ob ich John Cena machen kann. Und ich habe gedacht, komm, heute machst du es mal für ihn. Ich bin auch froh, dass ich heute die Zeit gefunden habe, diese Folge aufzunehmen. Und dann schnacken wir nicht lange und fangen wir direkt an. John Cena habe ich bisher noch gar nicht gemacht. Ich kenne John Cena auch nicht wirklich. Ich weiß nur, dass es halt ein Wrestler ist, aber ich gucke sowas ja gar nicht. Und deswegen versuche ich jetzt gerade mal so ein bisschen das hinzukriegen, wie man ihn hier oben links sieht. Es gibt ja auch solche Cappies, glaube ich. Ja, da tatsächlich. Ach so, das ist scheißegal, welche Farbe ich da nehme, denn. Ach so, da hat er automatisch die Haare. Nehme ich mal. Ja, oh, scheiße, nee, das ist falsch. Das wollte ich. Ja, ich würde es jetzt erstmal so lassen. Ich kann ja. Ah, ich glaube, man kann die mit den Klamotten ändern, die Farbe der Cappy. Aber egal, ich lasse es erstmal so und dann gucken wir mal weiter. Dann kümmere ich mich mal als erstes um den Mund. Nee. 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 Ja, vielleicht. Stückchen runter. Vielleicht ein bisschen größer. Schmaler. Schmaler. Genau. Also ich lasse es erstmal so. Nase. Oh Gott, das ist aber schwierig. Welche Nase nehme ich denn? Oh, fuck. Da habe ich mich verdrückt. Die? Die? Die, die? Die, die? Ich nehme erstmal die. Augen. Augenfarbe, die ist definitiv blau. Das erkennt man auf dem Bild sehr, sehr gut. Das ist auch gut so. Auf jeden Fall diese Augen. Passt wie die Faust aufs Auge. Nein, natürlich nicht. Wenn ich die Augen wieder ein bisschen kleiner mache. Nee, die sind es auf gar keinen Fall. Welche nehme ich denn? Ich habe im Übrigen jetzt das erste Mal, weil sich ja letztens jemand im Stream sozusagen, ja, was heißt beschwert, halt Kritik geäußert hat, dass mein Mikrofon so rauscht, habe ich jetzt eine Rauschsperre eingefügt. Ich hoffe, das merkt man. Und wenn ja, dann schreibt das mal bitte in die Kommentare, ob das jetzt so gut ist oder eher weniger. So. Schmaler, vielleicht ein Tick auseinander. Auseinander. Nee, nicht so weit. Jetzt bin ich, glaube ich, wieder so weit wie eben. Egal. Okay. Gehen wir mal zu den Augenbrauen. Nicht die Haare, die hatten wir schon. Ja, da muss ich auf jeden Fall zumindest das schon mal ein bisschen drehen. Was mache ich denn mal ein Stückchen runter? Sieht doch schon gut aus. Ja, gut, der Winkel ist kacke. Man kann nicht sehen, wie seine Augenbrauen verlaufen. Aber die mache ich dann auch mal in der Farbe definitiv. Nee, diesen. Ja, genau. Sie passt. Aber noch besser. Traumhaft. Nee. Nee. Also ich würde jetzt wirklich bei denen hier bleiben. Aber ich glaube, ich bringe noch ein paar Gesichtszüge mit rein. Wo macht man die denn? Ach ja, hier. Ja, das sieht doch gut aus. Alles klar. Nee, ich persönlich würde ihn jetzt so lassen. Mir fällt jetzt eigentlich gar nichts mehr auf, was ich jetzt noch ändern würde. Mir gefällt er so. Fluffy, schreib mal bitte in die Kommentare, wie dir der Mi gefällt. So, wie groß ist John Cena? Ich mache ihn einfach mal extrem groß. Und ja, so, ne? Nein, also halt schon ein bisschen mehr Volumen. So. Welche Farbe ziehe ich ihn an? Er hat da blau an. Gebe ich ihm, ja, dann auch eine blaue Cappy.
Und dann das blaue T-Shirt, ja, das passt. Es gibt zwar nicht ein noch dunkleres Blau, das würde wieder, finde ich, kacke aussehen, da belasse ich es lieber bei dem. Und ja, dann ist der Mii auch fertig, dann gucken wir uns den gleich nochmal an. Ich bin gerade wieder zu doof zum Schreiben. Ah, meine Finger sind zu dick für die Tastatur. John Cena, alles klar. Urheber Paddy X da. Heute ist ja Samstag, der 8. Erste. Was? Siebte. Fuck. Ich wollte gerade sagen, hä, wieso ist denn der 1. Januar? Der 8. Januar, aber nee. Fail. Egal. Lass ich auch so drin jetzt im Video. Ich fange jetzt nicht nochmal neu an. So, dann gucken wir uns den Meme mal an. Da ist er. Also wenn ich mir den so angucke, bin ich eigentlich übel zufrieden mit dem Mii. Ja, gut. Dann, ups, sieht man gar nicht den Mii mehr. Moment, Mii auswählen. Zeige ich ihn nochmal. Ja, man sieht schon die ganzen Meisterwerke. Ich weiß, also nochmal eine kleine Info. Ihr könnt natürlich gerne weiter in Kommentare einsenden, hier unter dem Video, welche Mii ich so versuchen soll. Aber ich bin jetzt zeitlich ein bisschen eingeschränkt. Es kann sein, dass ich eure Mies erst im August machen werde. Das liegt daran, weil ich jetzt die nächsten Freitage, normalerweise drehe ich ja meine Let's Make a Mii Folgen immer freitags nachmittags und lade sie dann anschließend hoch. Das klappt bei mir nicht mehr, weil jobtechnisch lässt es einfach nicht zu. Und deswegen werde ich jetzt ein bisschen die Folgen vorproduzieren. Ich werde auch jetzt gleich im Anschluss die nächste Folge für nächste Woche Freitag drehen. Das heißt also, wenn jetzt, keine Ahnung, heute ein Kommentar kommt, wird der Mii nicht nächste Woche Freitag automatisch kommen, sondern erst dann, wenn ich wieder Zeit dafür habe oder wenn halt die, ich sag jetzt mal, Filler-Folgen vorbei sind. Ja, das war auch alles, was ich noch dazu sagen wollte. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr natürlich gerne einen Daumen nach oben geben. Den Mii könnt ihr jetzt im Anschluss downloaden. Ich blende jetzt gleich wieder den QR-Code ein. Dann bedanke ich mich, dass ihr reingeschaut habt und ich wünsche euch noch ein schönes Restwochenende. Ciao, ciao, euer PaddyX da.